oder auch in Jena. Und in den nächsten Tagen kommt noch deutlich mildere Luft zu uns herein. Die Strömung dreht auf Südwest und zapft dann Luft subtropischen Ursprungs an. Und ab Sonntag wird sich dann hier auch ein Hochdruckgebiet durchsetzen und allmählich in unsere Richtung ziehen und sehr trockenes Wetter bringen. Das heißt, dann hat uns auch die Sonne wieder richtig im Griff. Zuvor müssen wir noch durch so einige Tiefdruckgebiete durch. Die beiden haben uns morgen im Griff und am Freitag folgt noch dieses Tief. Das heißt, typisches Aprilwetter steht nicht nur in Mitteldeutschland, sondern in ganz Deutschland auf dem Programm. Hier sieht man es sehr schön, ein Streuselkuchen zeigt unser Radarfilm. Das heißt, immer wieder Schauer, die durchziehen. Hier oben sahen Sie gerade noch das Gelbe, das waren noch Schneeschauer, die es gab, auch Richtung Alpen. Vereinzelt war heute auch ein bisschen Hagel mit dabei. Also wenn ein Schauer runterkommt, kann er zum Teil heftig sein, zwischendurch dann aber auch wieder Sonnenschein. Insgesamt schafft es aber die milde Luft bisher noch nicht so ganz, sich in ganz Deutschland durchzusetzen. Im Norden muss man derzeit noch ordentlich frieren, zum Beispiel Arkona am Nachmittag gerade mal 2 Grad, Schleswig mit nur 3 Grad, dagegen im Südwesten Deutschlands heute schon in Lahr 15 Grad, in Stuttgart 14 Grad. Ende der Woche kann es hier sogar bis zu 24 Grad geben, also richtig sommerliches Wetter. Schauen wir erstmal auf die kommende Nacht. Die wird definitiv nicht mehr so kalt sein wie die letzten Nächte. Tiefstemperaturen meist so zwischen 4 und 6 Grad, nur in den Bergen noch um 0 Grad. Das heißt, wirklich in den obersten Lagen kann der Niederschlag, der runterkommt, zunächst noch als Schnee fallen. Aber auch das wird sich in den nächsten Nächten ändern. Auch da Plusgrade und der Schnee, dem geht es dort ordentlich an den Kragen. Insgesamt, die Schauer des Tages ziehen ganz allmählich nach Nordosten heraus. In Brandenburg bis Mitternacht immer noch wieder etwas nass. Ansonsten vorübergehend trocken, bevor dann zum Morgen hin von Südwesten neuer Regen hereinzieht. Zwischendurch werden die Wolken sogar mal etwas auflockern. Morgen das Wetter dann ähnlich wie heute. Am Vormittag ist der Himmel verbreitet, dicht, immer wieder kann es regnen. Vor allem von Niedersachsen bis nach Tschechien und nordöstlich davon. Ansonsten so Richtung Thüringen, Hessen und auch Bayern. Am Vormittag überwiegend trockenes Wetter. Am Nachmittag wird dann wieder die Schauertätigkeit einsetzen. Das heißt mal Sonnenschein, mal dicke Wolken und Schauer. Viele Schauer werden es nicht sein, allerdings auch nicht allzu viel Sonnenschein. Das Ganze morgen bei Temperaturen von 12 bis 16 Grad, in den Bergen um die 6 Grad. Wie sich das Hochdruckgebiet dann in den nächsten Tagen genau durchsetzt und wie warm es in Mitteldeutschland werden kann, ob wirklich schon am Montag die 20-Grad-Marke geknackt werden kann, dazu mehr bei MD aktuell um 19.30 Uhr und 21.45 Uhr. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß bei Brisant. Tschüss, bis später.